Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Berseria. So, meine Lieben, wir sind ja hier am Hafen angekommen und sollen jetzt allerdings wieder da hinten zu unserem Sternchen. Also vielleicht ist das hier auch nur so ein Zwischenstopp gewesen. Ich weiß es noch nicht. Wir sprechen ihn erstmal an. Eisen told us to come see you. What's all this about a scouting ship? We're going to explore the outer seas. Oh, let me explain. Beyond the reaches of our kingdom lie vast, open oceans we call the Outer Seas. And you're going to explore them? What for? To make a map of the whole world, of course. A map of the whole world? That's right. Ifrid's pirates have many ambitions, one of which is the creation of a complete map describing the whole world. In fact, the Von Eltias already sailed all the way to the far continent for that very reason. That's amazing. You guys sure dream big. I still don't get it. Yeah, me neither. A map of a bunch of places nobody cares about? Big deal. Well, regardless, if we're going to find anything in the vast waters, we'll need a lot of luck. We'd like to borrow some of yours. And just how do you plan on doing that? I want you to use your gut instincts to tell us where to look. In exchange, the Von Eltia will be at your service. And you can keep anything we find in our explorations. You'll be able to assign us new orders from any location by using a kind of messenger bird called a sylphjay. Who knows? We might even come across some good treasure, or maybe some rare food, or brand new recipes. That's a lot of treasure you could find. Doesn't sound bad to me. It won't take much of our time, and besides, it could be interesting. You're right. Okay, as long as I'm not responsible for how things turn out, I guess I can help. All right, then I'll tell you what you need to know. Expedition wurde dem Menü hinzugefügt. Versuche jetzt, diese Option aufzurufen. Du kannst nun ein Speerschiff auf Reisen schicken, um die äußeren Meere zu erkunden. Du kannst diese Expedition über den Befehl Entsenden starten. Wähle den Befehl Entsenden. Ups, ich habe eine Sache übersprungen, egal. Die erforschbaren Gebiete werden von deinem aktuellen Erforschungslevel bestimmt, das oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wähle jetzt das Laemon-Meer aus und beginne mit der Reise. Willst du? Ja. Sobald du ein Schiff entsendet hast, wird auf dem Bildschirm die Zeit bis zu seiner Rückkehr angezeigt. Da dies deine erste Expedition ist, wird die Mannschaft ihr Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Scout ship setting sail. Take a look at this. Die Reise ist abgeschlossen. Sehen wir uns das Ergebnis an. Bei jeder Expedition müssen das Schiff und seine Mannschaft 3 Kämpfe bestehen. Die Anzahl der Siege bestimmt die Menge der erhaltenen Objekte und die Erfahrung. Auf ihren Entdeckungsreisen findet die Mannschaft manchmal auch spezielle Belohnungen wie Rezepte, neue Gebiete oder Schätze. Einige Schätze gewähren Expeditionsfertigkeiten, durch die deine zukünftigen Reisen günstiger verlaufen. Bei Aktivierung verleihen dir diese Fertigkeiten verschiedene Boni, wie zum Beispiel erhöhte Erfahrung oder eine Vergrößerung der Anzahl gefundener Objekte. Aha, das ist ja cool. Schicken wir nun zum Abschluss das Schiff auf eine weitere Expedition. Okay. Die Expedition läuft. Diesmal wird das Schiff im normalen Tempo zurückkehren. Nutze die Expedition bei deinem Abenteuer zu deinem Vorteil. So now we just wait for news. Who knows what we'll find? A sunken ship full of treasure, maybe? Underwater ruins? Desert islands? New shipping lanes, perhaps. Some fish would be enough for me, especially if they sell well. My thoughts exactly! Tuna or yellowtail or sturgeon! Da haben sie nichts mehr zu sagen. Aber das ist ja cool. Das können wir einfach so zwischendurch machen. Dauert dann halt 30 Minuten, bis das Schiff wieder da ist. Aber das ist ja lustig. Eine lustige Angelegenheit. Und wo muss ich jetzt hin? Wartet, wo ist meine Karte? Ach nee, das war doch meine Karte. Begib dich über die Danan-Fernstraße nach... Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich da oben raus, ja? Hoffe ich.
So, Moment. Nochmal speichern. Ich habe übrigens leider immer noch Husten. Also werde ich zwischendurch husten müssen. Ich hoffe, ich finde dann nachher alle Huster in der Tonspur, um die auch zu entfernen. Wenn nicht, tut's mir leid. Aber ich kann da nicht durch. Wieso kann ich da nicht durch? Wo soll ich denn dann hin? Ich habe auch gar kein Sternchen. Ob du nun Seemann bla 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 bla. Okay. Vielleicht muss ich einfach mal einmal mit allen quatschen oder so. Okay, der erzählt mir nicht sehr viel. Oder gibt es hier ein Gasthaus oder sowas? Ja, gibt es, ne? Naja, ich quatsch mal trotzdem einfach mal hier mit allen. Okay, er bewacht das Lagerhaus. Die quatschen nicht mit mir. Ja, er spricht nur vom Glücksspiel, alles klar. Mit Glücksspiel habe ich nicht so viel am Hut. So, da haben wir nur die Katze in der Ecke, wo das Gelbe ist. Das ist natürlich nicht das, was ich brauche. Was ist mit euch beiden hier? Okay, das Krabbengeschäft. Und die wollen auch viele Krabben haben. Und die reden auch alle nur über Nahrungsmittel. Und die auch. Irgendeiner muss mich doch hier weiterbringen. Moment, ich gehe einfach mal da hinten hin. Ich glaube, da war ich nämlich noch gar nicht. Wo das Gasthaus ist, in dem Bereich war ich noch überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Warum war ich... Ach, hier hinten muss ich ja dann auch her. Aber warum war ich hier noch gar nicht? Doch, ich war hier schon. Hä? Aber wieso? Wieso? Ach nee. Nee, Moment. So, fertig. Scouts have reported seeing a powerful demon. Its danger level has been classified as code red. Understood. I'll notify the Abbey we have a code red demon in our midst. Send out an emergency alert to the neighboring areas. Right. With wild demons this close to the capital, the Abbey must have had its hands full. Aizen, what did he mean by a code red demon? It's like a most wanted list for demons. From the latest I've heard, there's around 10 such demons across the territories. Oh, they sound pretty tough. That would be putting it lightly. Suffice it to say, you wouldn't want to face one unprepared. Then we'd best be prepared. Let's get going. While we're wasting time here, the Abbey is digging in. Dämonen, die von der Abtei als Alarmstufe 10, wollte ich schon sagen, rot bezeichnet werden, streifen durch alle Gebiete. Dämonen der Alarmstufe rot sind außergewöhnlich stark. Du solltest sie nur angreifen, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Okay. You said you heard about Ifrit on the prison island, right? I heard an exorcist legate named Melchior took him away. I don't know anything beyond that. Neither do I. What about you, Mogilu? Word is he was taken away about a year ago. Caused quite a stir, if I remember right. Everything about him was kept a tight secret. No one even knew what cell he was in. Ifrit is an ordinary human, right? Yeah. He doesn't have the abilities of an exorcist. And he isn't a demon either. Weird. I mean, if they were just trying to bust up his gang, why capture him but leave the crew free? If not his gang, what business does the Abbey have with him then? We've cast our nets wide and can't come up with any explanation. We'll free him though. His place is on the sea with us. And you're convinced he's still alive? They wouldn't have any problems killing a pirate who caused them trouble. If the Abbey took him alive and for questioning, it means he has something they really want. But he isn't the type to change his ways or bend his knee on anyone's orders. He holds his own tiller. Precisely. Okay. So, dann mal los. Wir marschieren. Begegnungen und Kämpfe. Wenn du einen Kampf initiierst, indem du mit einem Gegner auf dem Schlachtfeld von hinten Kontakt aufnimmst, beginnst du einen vorteilhaften Kampf. Alles klar.
Begegnung im Kampf. Trittst du mit zwei oder mehr Gegnern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld in Kontakt, wird eine... Ach so, also jetzt auf einmal doch, ne? Ich hatte mich ja schon gewundert, dass das die ganze Zeit nicht ging. Why did you come back to us? I could tell you all missed me something awful. We didn't. At all. And what about your search for this traitor? He slipped away yet again. I've no clue where he ran off to. You're a witch. Can't you use a spell or something? My spellcraft works kind of like a three-legged race. It simply requires my backstabbing, slippery accomplice. Like a con artist needs an accomplice. I am not a con artist! I'm not going to help you find your traitor, you know. How cold! Such an icy stare could freeze fire! And you don't have anyone else? Hmm. Well, no. Do you have a home to return to? Nope. Do you know a trade other than magic? Nope. What is it, Lafayette? Mogilu's story made my chest feel funny. And my nose is runny. The witch has no friends, no home, and no purpose. I think what you're feeling is pity. Pity? It's when you feel sorrow for someone else. I pity Mogilu. Oh, come on! Oh Mann, ich finde Lafayette so niedlich. Und ihr schreibt ja auch immer wieder in den Kommentaren von wegen, ach, kann man ihm mal bitte dieses Halsband da entfernen, was er da ja hat. Aber ich denke mal einfach, das gehört zu seinem Look, ne? Da kann man nicht viel entfernen. So. Ich meine, wir könnten ja gucken, aber ich glaube nicht, dass wir neue Ausrüstung für ihn haben. Höchstens den Hutstil. Oh, nö. Ich mag den Stil. Nee, andere Kleidung haben wir nicht für ihn. Ich könnte ihm noch rosa Wangen geben. Oh. Aber nein, das machen wir nicht. So. Okay, meine Lieben. Jetzt geht's weiter hier. In welche Richtung müssen wir latschen? Begib dich über die Dannan-Fernstraße nach Logres. Okay. Da müssen wir mal gucken, welche von den beiden Richtungen dann da die Straße ist, wo wir lang latschen müssen. Und falls ich jetzt nicht mehr ganz so deutlich spreche wie sonst, es tut mir leid, aber ich habe gerade wieder so einen Hustenreiz, das ist nicht schön, dass, riskantes Treffen, das ist natürlich nicht so schön, dass ich mal mir einen Hustenbonbon genommen habe. Ja, cool, Eisen! Eisen, du bist super! So, ihr hattet mich ja auch mal gefragt, wie das funktioniert mit diesem blauen, Pünktchen, würde ich immer sagen. Das ist halt so gemacht, ich krieg die blauen Pünktchen, ich krieg welche dazu, wenn entweder das Monster stirbt oder ich eben das Monster stunnen kann. Dann kriege ich auch Punkte dazu. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Sieht gut aus. Wow. Those walls. They're so huge. That's Logres, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Lafayette? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire, and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. Oh je. Hoffentlich werden wir nicht alle verhaftet oder so. So, komm mal her. Bam, 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 bam. Let's go.
Ich muss auch mal meine Arts wieder umändern, glaube ich. Oh, wieso ist das so laut heute? Dieses Spiel ist so laut. So, Moment, ich muss mal eben leiser machen. So. Ich mag das nicht, wenn das im Kampf so laut ist und mir dann so in die Ohren dröhnt. Halt. So. Okay, ich würde sagen, da hinten ist eine Kiste. Wir schauen uns hier erstmal um. Mhm. Da stehen zwei Soldaten. Ich weiß nicht genau, warum die da stehen, aber sie stehen da. Na komm schon. Ich bin ganz schön schwach, kann das sein? Ich brauche schon viel, viel länger, um die zu killen als sonst. Obwohl, ich habe ja auch ganz vergessen, dass ich hier meine Super-Duper-Kraft habe. Na also, mit der Super-Duper-Kraft geht das doch schon viel schneller. Jawoll. Ihr seid ja so cool drauf, Leute. Heute. Was haben wir denn hier entdeckt? Das finde ich doch mal schön. Ein Erdring und noch Kügelchen. Ich glaube, wir müssen auch viele Kügelchen sammeln. Also bei den ganzen Kisten, die wir da so finden. Und das wird immer teurer. Da brauchen wir echt verdammt viele Kisten. Kügelchen. Okay, da darf ich anscheinend nicht durch, warum auch immer. Ist gesperrt. So, hier ist die nächste Kiste. 750 Gold. Das finde ich schön. Okay. Ja gut. Nochmal ein bisschen kämpfen. Boah, es ist so cool. Ich liebe das. Ich liebe es total. Kann ich Magilu jetzt eigentlich auch mitnehmen? Nee, kann ich immer noch nicht. Also Magilu kämpft noch nicht für uns. Aber ich würde mal schätzen, dass sie irgendwann für uns kämpfen wird, oder? Hallo, Baum? Na, komm schon. Boah, die sind aber hartnäckig hier. Eine super Powerkette. Rare. Power. Sehr schön. Das ist aber cool. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass sich unsere Umgebung. Also, dass wir wirklich einfach da stehen bleiben, wo wir stehen und da kämpfen und man irgendwie so ein extra Battlefield hat oder sowas. Bam. Sehr schön. Ach man, das Kampfsystem macht immer wieder Spaß. Auch wenn ich jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen habe, weil ich ja krank war. Aber ich glaube, ich bin schon wieder drin. Soll ich hier mal gucken, was da ist? Ich gehe mal wenigstens einmal reinschauen. Oh. Was haben wir denn hier? Ein kleines Lager. Aber niemand spricht mit mir. Doch du. Es gab schlimme Stürme und Erdverschiebungen in den Ebenen. Aha. Na gut. So, da kann ich nicht weiter, aber ansonsten ist hier anscheinend auch nichts. Nicht mal eine Kiste oder so. Das ist schade.
Naja, dann gehen wir wieder. Dann marschieren wir hier weiter. Ja, ja, ja. Kräh du mal hier rum, ist okay. So. Boah, der ist aber schnell, ne? Ich glaube, den kann ich nicht einfach so... Na komm schon. Na geht doch. So. Na also, da ist der erste endlich kaputt. Ja, dadurch, dass das jetzt ein riskantes Treffen war, habe ich natürlich wesentlich weniger blaue Pünktchen gehabt. Und das mit dem Stunnen hat nicht so richtig funktioniert, leider. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. You, in the black coat. Show me your documentation. Well, your travel permit from the Abbey, where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as... Magilou's Menagerie! Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to! Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove! Cuckoo. Magilou's Menagerie manufactures mirth! That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say! Oh, man. That was a fine ploy, Magilou. Well, don't expect tricks like that every day. Cuckoo. Gaze! Cuckoo! Those doves were amazing! Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Lafayette? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A peace paid for with Luffy's... Velvet?